Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. So, wir sind hier in dem Dungeon. Ich weiß gar nicht, ich kann dazu gar nicht wirklich viel sagen. Wir sind halt immer noch hier in dem Dungeon, wo es oben runter geht. Und hier ist noch mal was zum Einsammeln. Wir haben einen Haufen Kram gefunden in der letzten Folge, die wir gut verkaufen können wahrscheinlich. Wo ich recht froh drum bin. Schließlich wollen wir ja auch noch unsere Ausrüstung verbessern. So. Ja, jetzt sind wir hier durch. Dann können wir dann nach oben gucken. Das war die Taste. So. Drill hat das Seil. So. Ein Seil. Und sonst. Gut, okay, was heißt sonst? Ist hier nichts. Also, hier immer noch. Gesichtskarte. Das passt. Eine sehr schwer, wie gesagt, sehr schwer zu lesende Gegend. Aber ich glaube, dass das hier eine Gegend ist, wo wir noch nicht waren. Jawohl. Und da sind auch noch mal Gegner. Die werden uns auch gleich angreifen. Genau. So. Ah, ich habe vergessen. Naja, wurscht. Naja, wurscht. So. Dann heilt sie sich halt noch. Oder wird geheilt von einem Schamagier. Ich habe wieder vergessen zu kasten. So. Jetzt kann sie sich auch selber heilen. Wobei der andere ist stärker, ne? Die Heilung von Meltas. Die Heilung von Meltas müsste stärker sein als die von Syra. Eieiei, nichts tun. Wobei kann der nicht noch. War das? Nee, das war der andere wieder. Ich bringe die zweimal durcheinander. Aber der kann hier schon mal einen Blitzschlag draufballern. Weil jetzt laufen wir eins vor. Dann geht der Blitzstrahl auf die anderen beiden. Die zwei gehen drauf. 32 Schaden. So, ich weiß auf jeden Fall, dass Syra zuerst drankommt. Bevor die wegrennen können. So, jawohl. Sehr schön. Und dann finden wir hier nochmal einen Haufen Fleisch. Wirklich einen großen Haufen. So 30 wieder runter und geben den Tom. Ich glaube aber, dass das mit dem Essen für jeden gesondert gezählt wird und dann heißt es ja, die Person regeneriert nicht, weil sie nicht genug Essen hat. 17, jawohl, dann kriegst du auch nochmal. Nein, nein, nicht wegwerfen. Ich will so 20 etwa nehmen und einmal an Meltas geben. 27, 62, 18, dann kriegt er tatsächlich auch nochmal so 20. Bevor es heißt, der regeneriert nicht beim Rasten, weil er kein Essen mehr hat, weil die zu dreist sind oder zu gierig sind, um ihr Essen zu teilen. So, das ist ein Ausgang nach oben. Da wir durch den anderen Ausgang nach oben gekommen sind, gehe ich jetzt hier hin. Übersichtskarte. Okay. Okay. I'm confused. Besonders, weil hier. Achso, ich kann noch einen Schritt zurückgehen. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Um das Seil um hochzukommen. Ich glaube, die zwei. Das ist der gleiche Exit. Mama? Nein, sind sie nicht. Okay, dann nochmal Verwirrung. Jetzt muss ich erstmal gucken, hier, was hier passiert. Also das Loch hier. Ich laufe jetzt hin und her. Ich weiß, ich war hier schon. Was mich gerade verwirrt ist, ich gehe hoch und es ist kein Loch im Boden, wo ich bin, sondern es ist ein Loch in der Decke.
Das ist, glaube ich, ein Fehler. Hier sollte eine Falltür sein. Ich glaube, das ist der Grund meiner Verwirrung. Egal, ich gehe jetzt hier lang. Das ist auch wieder ein Loch in der Decke, naja. Weil jetzt ist hier, das ist nämlich ein Loch im Boden. Also wenn ich jetzt nach Westen gehe, dann verstehe ich die Karte. Da war ich noch nicht, genau. Da war ich auch eben schon. Ich krieg's noch hin. Seid geduldig, ich krieg's noch hin. So. Es verwirrt mich. Es verwirrt mich. Kolossalst. Jetzt schon wieder hier. Hä? Moment. Ich gehe jetzt nach Osten. Gehe hier durch. Ah. Ah. Das hat lang gedauert bei mir. Das hat ganz lange gedauert. Wenn ich hier hochkletter, komme ich genau an der gleichen Stelle an. Das ist ein Bug. Ich komme hier nicht nach oben. Okay, jetzt habe ich's. Gut, jetzt bin ich nur so verwirrt, dass ich jetzt noch einmal hier gucken muss, wo diese Falltür hinführt, bevor ich weitermachen kann. Und das, ich spiele diese Höhle jetzt hier am Stück und trotzdem bin ich verwirrt. Gut, okay, ich war zwischendrin auf dem Klo, aber das ist ja egal. Ah, das ist dieser Raum, okay. Ich musste einfach jetzt gucken, wo das... So, das heißt, ich muss jetzt hier hoch, weil hier kann ich nicht hoch. Nach Westen und dann... Es sieht nicht aus, als wenn man hier lang könnte, das ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen... Ja, okay. So, ich bin ja tatsächlich auch schon an der Stelle, wo ich hochgucken muss. Und ist jetzt im Rot, da ist es noch der Decke. So, da möchte ich hin. Gehen wir also jetzt nochmal, nehmen wir einfach an, dass es funktioniert. Jetzt gehen wir nach oben. Und gehen hier nochmal runter. Und ich sollte dort eigentlich schon gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist diese Stelle hier. Okay. Ich will aber noch weiter nach links. So. Dann probieren wir mal dieses Exit. Da müssten wir eigentlich herkommen. Ultimativ. Da steht schon drunter. So. Und wie immer vergaß ich. Das kann der hier sein. Zurück, ohne in das Loch zu fallen. Das ist schwer, weil ich bleibe hier an der Wand hängen. An diesen 3D-Effekten von der Wand bleibe ich hängen. Gegenstand benutzen und weiter hoch oder runter kann ich gar nicht gucken. Also ich stehe jetzt auf dem Feld. So, jetzt gehen wir nach hier und dann bleibe ich an der Wand hängen. So. Nicht richtig drauf achten. Also diese Wände, die sind nicht genau ein Feld groß, sondern die ragen in das nächste Feld rein. Und dann kann man da dran hängen bleiben. Und das ist das, was mich so verwirrt dann beim Laufen. So, jetzt fahren wir hier rein. Ich hätte das echt mit mehr Sinn und Verstand machen sollen. Ich nehme jetzt die nächste nach oben. Ich glaube, das war auch tatsächlich genau das, was mich verwirrt hat. Ich habe irgendwann nicht mehr rausgefunden. Es sind so viele.
Löcher. Also die zwei sind miteinander verbunden. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das wäre jetzt was, das hätte ich zwischen den Folgen machen sollen. Die Karten abfotografieren oder so. Oder eine Online-Karte finden. Weil ich es mir absolut nicht merken kann. Und man kann sich hier keine Notizen in die Karte machen. Das ist das Blöde. Und ihr wisst alle mit Sicherheit genau, wo ich lang muss. Und ich blick's überhaupt nicht. Ich müsste jetzt hier eigentlich entlanglaufen können, aber... Hier ist die Wand ein Stückchen, hat hier ein Stückchen Dings. Und dann muss ich gucken, wenn ich mich falsch laufe, falle ich dabei direkt in das Loch rein. So, jetzt nochmal hier. Das müsste jetzt wieder ein Loch sein, das ist einfach direkt. Genau, das geht einfach nur hier hoch zu dem Loch. Und das ist ein Loch der gleichen Ebene. Also hier ein Stück laufen, drehen, dass ich das Loch wieder finde, wo ich herkomme. Hey, komme ich denn jetzt her? Weiterlaufen, damit das in. Man kann aus meiner Sicht eine Einheit zu wenig nach oben und unten gucken. Also, die zwei Löcher sind direkt miteinander verbunden. Das ist das, wo wir jetzt eben die ganze Zeit drin waren. Also, wenn wir jetzt eigentlich an der rechten Wand entlang wären, wären wir hier rausgekommen, wären dann vielleicht hier reingegangen. Ich merke mir das hier nochmal vor, aber ich gucke mir jetzt erst nochmal diese Falltür hier an. Das heißt nach Norden. So. Die hier, genau. Das ist auch tatsächlich ein neuer Raum. In dem auch nochmal eine Falltür ist. Also ein Loch. Falltür heißt ja eigentlich nur... In dem Spiel, es geht nach unten. Sie haben interessanterweise, wenn man hier guckt, für mich ist es tatsächlich schwer sichtbar. Ich sehe hier in der Aufnahme, sehe ich das eher. Es kann aber auch sein, dass es nur die Vorschau ist. Das ist ein Loch mit einem Pfeil nach unten, der sich ganz schnell hoch und runter wackelt. Hier hätten sie das selber machen sollen, irgendwie mit einem Loch mit einem Pfeil nach oben, vielleicht so einem grünen Pfeil nach oben, um zu zeigen, das ist ein Loch in der Decke. Naja. Weil Exit können halt auch Stufen sein. Also man sieht halt gar nicht, ob es hier nach oben oder unten geht. So, hallo, ich will in das Loch. Ich sehe das Loch nicht, ich kann nicht weiter nach unten gucken. Und ich will ein ganzes Stück weiter weg, nur um auf das Loch zulaufen zu können. Übersichtskarte, das ist eindeutig, dadurch, dass wir hier noch nicht waren. So. Dadurch, dass wir hier noch nicht waren, ist das jetzt alles neu. Von diesem Pflänzchen hier. Da würde ich halt gerne noch mal hin. Okay, hier geht's aber hoch. So, hoch. Ja, gut. Angriff ist auch gut. Ich bin schon wieder nicht gerastet. Okay, Leute, ich muss unbedingt rasten nach diesem Kampf. Er nach vorne. So. Der hilft jetzt mit dem kleinen Feuerball schon mal hier hinten den. Und den Blitzstrahl einmal noch, auch wenn das jetzt einen Haufen Lebensenergie kostet. Aber das einmal noch müsste jetzt tatsächlich das eine Mal sein. Die Vorrücken. Mit dem er das Ding voll trainiert hat. So, die zwei greifen hier an. Und du greifst da an.
So. So, und da kommen wir nicht mehr hinterher. Das ist, was wir machen können, ist Party vorrücken. Sira ist ja vorher dran. Sie kann tatsächlich noch eine Dornenschlinge versuchen. Den einfangen. Und jetzt kann der sich nicht mehr bewegen. Bis zum Ende des Kampfes, gemäß der Doku von dem Zauber. So. Jetzt aber hier, rasten. Bevor wir irgendwas anderes machen, rasten. So. Übersichtskarte. Wir sind an der rechten, eigentlich an der rechten, und wir sind jetzt hier ziemlich links entlang. Ach, wir haben uns einfach gedreht. Wir haben uns einfach gedreht. So, wir kommen zu der Truhe noch, Leute. Das ist, ich habe sie nicht übersehen. Ich will nur einfach jetzt hier nicht mich noch mehr durcheinander machen, als ich schon bin. So, da geht's wieder runter. Das nehmen wir jetzt auch mit. Okay, so. Das hier ist eindeutig eine Wand, die ziemlich eindeutig. Die einen Kreis vorgibt. Also gehen wir jetzt hier an dieser rechten Wand entlang. Wir nehmen jetzt einfach jedes Loch und so weiter mit. So. Immer dann, wenn wir hinkommen. Weil dann sehen wir nämlich an der nicht erkundeten Karte, wo wir noch hin müssen. So, abgesehen davon. Da kommen wieder Erfahrungspunkte. Tatsächlich sind die Gegner halt einfach so einfach. So, Frostlawine. Ich könnte eigentlich die Aufstellung ändern hier. Das mache ich jetzt auch. Für den Dungeon ändere ich die Aufstellung. Speichere vorher. So dass wir gleich in einer Reihe dastehen. Und direkt voll angreifen können. Weil jetzt verbrauchen wir Runden, in denen wir nicht angreifen voll. Für das Hin- und Herlaufen immer. Er greift an, aber er greift noch nicht an, weil er muss erst vorlaufen. Das heißt, ich werde einfach die Aufstellung, die jetzt entsteht, und ich habe die Frostlawine wieder zum zweiten Mal gemacht. Die Aufstellung werde ich jetzt einfach nehmen und als Standard festlegen. So. Und ja, ich könnte jetzt mit Magie die hintere Reihe treffen, aber das will ich nicht. Nein. So. So, die zwei greifen den an. Der kann nichts Besonderes lernen, also macht er einen kleinen Feuerball. Eigentlich müsste das die jetzt auftauen, ne? So, nichts tun. Eigentlich hätte ich jetzt angreifen auswählen sollen. Irgendwie habe ich so diesen Standard, ich resette erstmal alle Befehle und dann gebe ich neue. So. War nicht schlecht. Wieder zwei Level ab. So, und dann gehen wir jetzt mal hierher und sagen Kampfpositionen. Also, er geht hier hin, er geht dahin, er geht dahin. So. Und dann speichern wir mal. Ich würde sagen, ich kann locker die Gefahrspeicherung nehmen. So, und gehen weiter an der rechten Hand entlang. Leider kann ich nicht rasten. Weiterhin die Übersichtskarte im Blick haben, denn genau das, wir gucken auf den Boden und nicht an die Decke. So, wo kommen wir raus? So, dann gehen wir erstmal nach geradeaus von dem Loch weg. Und dann hier die Wand entlang. Okay, das war jetzt natürlich nicht sonderlich toll. So. Hä? Habe ich mich vertan? Ja, habe ich. Okay. Hier geht's raus. So. Es ist halt teilweise sieht das halt dann genauso aus und dann gucken wir hier rein und es geht
geht weiter. Und manchmal ist das eine Wand. Das heißt, ist wieder an ein Deckenguckort. Ja, ist halt jetzt etwas verwirrend. Da will ich rein. Das ist jetzt die Stelle. Ich suche immer noch eine andere Stelle. Okay, hier sind wir übrigens noch nicht. So. Ich werde jetzt schon mal versprechen, dass ich am Ende dieser Folge mich hersetze und entweder selbst eine Karte zeichne oder, was viel wahrscheinlicher ist, einfach im Internet eine suche. So. So. Und zwar, wo die ganzen Löcher eingezeichnet sind. Ah, das ist das. Da sind wir dann wieder zurückgekommen, weil wir an der Sackgasse waren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Da gibt es auch keinen anderen Ort. Ich bin nämlich jetzt ein wenig verwirrt und ich möchte nichts verpassen. Da war ich sicher auch schon. Ja, ja. Sicherheit, aber hat dir gar nicht zu sagen. Aber ich weiß gerade nicht, wo was ist. Das ist wieder das Loch, wenn ich da hochgehe, bin ich wieder da, wo ich war. Das ist die Stelle, wo ich so verwirrt war. Ja, genau. Und wenn ich mich da runterfallen lasse, hier stattdessen. Da waren wir ja mit Sicherheit auch schon. Jetzt schaffe ich es nicht, in das Loch reinzugehen, aber ich noch nicht da. So. Genau, das ist dieser Raum hier. Okay. Dann würde ich sagen, ich stoppe hier die Aufnahme, auch wenn wir noch nicht bei einer halben Stunde sind. Beziehungsweise ich pausiere hier die Aufnahme. Und hänge die letzten 10 Minuten dran, nachdem ich nachgeguckt habe und mir eine Karte besorgt habe. Weil das wird sonst nichts. Ansonsten sind wir hier noch 20 Folgen hier in der Höhle und das ist mehr als langweilig und frustrierend. Also wir sehen uns ja für euch in einem Sekundenbruchteilen quasi. Und ich pausiere jetzt erstmal die Aufnahme und schau mal nach. So, ich habe den Spielstand mittlerweile den Spielstand geladen habe ich auch, genau. Was ich aber gemacht habe, ist eine Karten runtergeladen und mir mal angefangen, Räume zu markieren. Und zwar, ich habe mir zunächst einmal markiert, welche Ausgänge ich nicht mehr zu laufen brauche, von denen ich das allein durch das an die Karte gucken sicher weiß. Was ich nicht gemacht habe, ist jetzt die komplette Aufnahme nochmal anzugucken. Das heißt, jetzt werden eventuell ein paar Sachen doppelt kommen. Aber wenn wir hier runtergehen, kommen wir in eine Sackgasse und da waren wir schon. Das ist ein riesengroßer Raum mit zwei Malut und einem Kampf gewesen. Das habe ich mir als Sackgasse markiert, das heißt, dieser Ausgang hier ist schon mal tot. Der Ausgang ist tot, weil er verbuggt ist. Ist aber tatsächlich kein Problem. Ich habe mich gemerkt, das ist gar nicht der Ausgang, wo wir weiterkommen, sondern es ist wahrscheinlich sogar der Ausgang, in den wir reingekommen sind. Und ein Ausgang, mit dem wir reingekommen sind. Das heißt, es bleibt dieser Ausgang hier übrig. So, den nehmen wir jetzt einfach und dann markiere ich mir den, als dass wir da schon waren. Dass wir jetzt nicht den Ausgang zweimal uns angucken. So, jetzt markiere ich den Ausgang, indem ich ihn einkriege. So, der ist nicht tot, sondern der ist einfach so. Aber dadurch, dass der Raum, aus dem wir kamen, zu einer Sackgasse geworden ist,
markiere ich, habe ich den Ausgang, aus dem wir gerade gekommen sind. Also er ist zu einer Sackgasse geworden, weil alle Ausgänge bis auf der Rückweg, der eine Rückweg quasi, tot sind. Tot im Sinne von, da gibt es nichts mehr zu holen. Wenn ich jetzt auf die Übersichtskarte gucke, hier kommen wir her. Es gibt nur noch einen Ausgang, also ist dieser Raum hier auch gelootet. Das heißt, ich gehe eins zurück. So. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ohne rumzulaufen, indem ich einfach die Karte hin und her geblättert habe. Weil ich jetzt einfach die auf mein Kindle geladen habe und dann Notizen drauf machen kann. So. Und jetzt sind wir hier. Das heißt, dieser Ausgang hier, den markiere ich als tot. Und ich habe jetzt tatsächlich den Ausgang hier auch schon als tot markiert. Und das liegt daran, weil da eine weitere Stelle, mal eben gucken. Ah ja, genau. Das ist jetzt natürlich, doch, wenn wir durch diesen Ausgang hier runtergehen, dann kommen wir am Ende in diesen Raum hier. Und das geht hoch. So, in diesen Raum hier, wenn wir hier wieder hochgehen, kommen wir hier unten hin. Das heißt, ich habe im Endeffekt, was ich gemacht habe, ich habe hier auf der Karte geguckt, wo sind Sackgassen, wo sind Orte, die nur einen Ausgang haben. Den Raum habe ich markiert. Dann bin ich den Ausgang zurückgegangen, bin eins nach oben gegangen, habe gesagt, der Ausgang ist tot. Dadurch ist der Raum, weil der nur zwei Ausgänge hatte, ist nur noch ein Ausgang übrig geblieben, ist also auch zu einer Sackgasse geworden, weil ich so tue, als wenn der Ausgang hier nicht mehr existiert. Hab den markiert, bin wieder auf der Karte zurückgegangen, habe den Ausgang als tot markiert. Und so habe ich jetzt quasi, bin ich jetzt durchgegangen. Das habe ich noch nicht überall machen können, weil tatsächlich so viele Sackgassen waren es nicht. Es waren dieser Raum und der Raum unten im fünften Untergeschoss, wo wir schon waren. Das sind die einzigen Räume, die wirklich Sackgassen waren. Das heißt aber jetzt, jetzt muss ich nur eben gucken, wo wir sind. Wir sind hier. Das bedeutet, das ist der Weg zurück. Die beiden Ausgänge sind als tot markiert aufgrund der Sackgassen. Da waren wir schon, Entschuldigung, haben wir schon alles eingesammelt. Das heißt, ich nehme jetzt diesen Ausgang, um nach oben zu kommen. Dazu gehe ich genau ziemlich erstmal zurück, um vom Loch wegzukommen. Und dann nehme ich nicht dieses Loch hier, sondern ich nehme hier den Ausgang in der Decke. So, ich habe tatsächlich zwischendrin noch schnell die Paella von HelloFresh gekocht. So. So, und dann sind wir hier in dem Raum. Ich gehe also jetzt tatsächlich einfach zurück. Sind wir jetzt in dem Raum, dadurch, dass das hier eine Sackgasse war, ist der Raum, ist dieser Ausgang hier tot. Der Raum wird zu einer Sackgasse, also bleibt nur noch dieser Ausgang übrig. Das heißt, hier diesen Raum brauchen wir gar nicht mehr betrachten. Wir können also auf jeden Fall schon mal zurückgehen. Das wäre dann, wenn ich in das Loch fallen. So, mal zurück, so. Das wäre dann durch dieses Loch runterfallen. So, dann falle ich durch das Loch runter, markiere mir den Ausgang auf der Karte als tot. Diesen hier. Und jetzt haben wir zwei Ausgänge, drei Ausgänge, um genau zu sein, die noch nicht als tot markiert sind. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt einfach hier in den südlichsten Ausgang und dann gucken wir mal, wo wir landen. Ich sehe es zwar hier auf der Karte schon, aber ich sehe auf der Karte, die ich hier habe, nicht, was wir schon kennen und was nicht, weil das ist die Lösungskarte. Auch auf der Karte, die ich hier habe, blöd gelöst ist, dass die Ausgänge, egal in welche Richtung, bin ich jetzt falsch gelaufen? Nee, bin ich nicht. Egal in welche Richtung, das gleiche Symbol haben. Die haben also alle das Symbol für Loch. Die haben nicht hier einfach das hier gescreenshottet, sondern die haben scheinbar mit irgendeinem Generator das Ganze gemacht. So, das heißt, ich gehe jetzt hier runter und hier waren wir eindeutig noch nicht. Da haben wir jetzt also was Neues gefunden. So. So, und wir haben immer wieder den Anspruch zu rasten, damit Sira weiterhin Frostlawinen zaubern kann. Das ist halt das Ding.
bei der Frostlawine sich komplett drauf verlässt. Ich mache das jetzt tatsächlich nur, um die Erfahrungspunkte zu kriegen, weil die, ich will nicht das abhauen. Aber wenn man sich darauf verlässt, um die Gegner zu besiegen, so wie ich es vorher gemacht habe, dann hat man nicht viele Angriffe, bis man nichts mehr tun kann. So, er hat, jetzt muss ich mal gucken, die beiden Männer haben noch Magie, das heißt, er kann hier einen problemlos einen Feuerregen auf die da hinten machen und der kann problemlos magische Schilde. Ich will natürlich hier ein bisschen leveln. So, Berserker. Die Nachrichten habe ich natürlich relativ schnell eingestellt. Er kriegt Schaden wahrscheinlich durch den Berserker-Zauber. Ich habe jetzt nicht in der Zeit nachgelesen, was der genau macht. So, dann lasse ich mal jeden hier angreifen. Der sich überhaupt lohnt zu leveln. So. Und jetzt werden die beiden hier fliehen, wobei Sira tatsächlich nochmal eine Dornenschlinge auf den zaubert. Sie ist ja zuerst dran. Jetzt wird... Ja doch, sie ist zuerst dran, sie kann noch eine Dornenschlinge zaubern auf ihn. Ich habe gerade eben überlegt, es dauert ja jetzt eine Runde, um den Platz zu machen. So. Und jetzt können wir vorrücken und einfach drauf knallen. So, auf der Karte sind übrigens auch die Encounter eingezeichnet, als so eine rote Kugel. Da habe ich jetzt gar nicht groß drauf geachtet. Aber wie man hier sieht, wir sind jetzt hier in einem neuen Ding. Und wir gehen hier an der rechten... Ja, was denn mal? Genau, das hatte ich ja eh vergessen. An der rechten Wand entlang und kommen dadurch auf den Boden, dass wir nicht aus Versehen in ein Loch fallen. So, unser letzter Dieter. Bitte, roter Trank. Tom hat keine Plätze mehr frei, aber er hat noch hier... Was ist das für rote Tränke? Ich denke, Rainer kann da problemlos das nehmen und Tom nimmt den ganzen Kram. So. So, und dann Übersichtskarte haben wir hier also eine Sackgasse. Das ist unten rechts. Das ist eben, wo ist mein Stift hier? Jener Raum. Da mache ich also ein X auf den Raum. Gehe eins zurück und markiere den Ausgang als tot, indem ich ihn einfach durchstreiche. Und dann gehen wir jetzt einfach ab durch die Decke. Wieder zurück. So, und dann bleiben jetzt als einzige Ausgänge, die wir gehen können, einmal hier nach unten. Ah, das geht schnell. Einmal hier nach unten, einmal hier nach oben und ich gehe jetzt einfach von Süden nach Norden durch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier. Das ist gut. Ich gehe hier lang. Jetzt müsste ich um die Falltür drumherum sein, genau. Einmal hier dran vorbei. Dann müsste ich jetzt gleich irgendwo die Falltür sein. Genau. Mal gucken. Das ist die richtige hier runter. Übersichtskarte. Das ist keine Sackgasse. Also einmal runter. In diesen knochenförmigen Raum. Da geht es auch runter. So. Haben wir auch schon erkundet. So, dann sind wir jetzt hier in einem Raum, den wir nur halb erkundet haben. Und das würde ich sagen, setzen wir jetzt einfach fort. Das heißt, hier ist eine Truhe. Die haben wir auch uns noch nicht geschnappt. Da habe ich mich wahrscheinlich umgedreht gehabt und bin dadurch den Raum in die andere Richtung entlang gelaufen. So. Tatsächlich, wenn wir jetzt uns Markierungen auf die Karte machen könnten, ja, würde ich tatsächlich einfach die Ausgänge, würde ich hier sagen, hier komme ich her und würde dann die anderen Ausgänge markieren als da war ich schon oder sowas, also irgendwie ein X und ein Ausrufezeichen machen, aber das unterstützt das Spiel noch nicht, dass man sich auf der Karte Dinge notiert. So, okay, da jetzt laufen wir hier also die Wand im Norden entlang. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich wohin, wo wir schon waren. Ich will hier nochmal eben gucken, nicht, dass ich die Abfahrt verpasse und um eben schnell Nasenspray nehmen. So. Einmal links, einmal rechts. Weil die sich anfängt zuzuschwellen, das ist nicht gut. Und hier ist wieder ein Loch. Und hier ist, das ist wieder so ein Skelett mit diesem
Das sieht aus, ne? Das sieht aus, als wenn hier die Nase so ein bisschen leuchtet. Und so sah auch das Skelett von unserem Mörder aus im Haus der Formergilde. So, jetzt muss ich gucken, wo wir sind. Denn ich habe tatsächlich einmal vergessen zu aktualisieren. Wir sind hier. Das sieht ein bisschen anders aus, aber aktualisieren heißt in dem Fall die Seite wechseln, um zu gucken, in welchem Stockwerk man ist. Das ist aber die Karte. Ah, ja, natürlich. Auf der Karte sind diese Wände, die ich hier nicht sehen kann, sind hier mit eingezeichnet. Deswegen bin ich etwas verwirrt. Also hier ist quasi eine durchgehende Wand so runter. So, das heißt, jetzt gehen wir hier rein, nach unten, natürlich einmal nach rechts. So, und dann gehen wir auf die Übersichtskarte. Wir dürften hier noch nicht gewesen sein. Nein, wir gehen jetzt einfach die westliche Wand gehen wir jetzt einfach entlang nach Süden. Ist die westliche? Nee, egal, ich werde angegriffen. So. So, ich verpeile es sehr häufig, was Richtungen angeht, wenn ich auf einer Karte bin und die Karte nicht mitdrehen kann, sozusagen. Also ich brauche das bei Google Maps, diese Funktion, dass die Karte sich dreht, um mich orientieren zu können. Was ich sagen kann, ist rechts und links von mir, das ist kein Problem tatsächlich, aber ich komme dann mit den Himmelsrichtungen durcheinander. Weil ich jetzt nicht wusste, ob unser rechts und links, was das auf der Karte ist. Tatsächlich. Also das ist quasi der. Das mag jetzt zwar widersprüchlich klingen. Aber das ist so. So, immer an. So. Einfach die Erfahrungspunkte holen, die hinter den Viechern stecken. Du machst, ja, der kann jetzt alle gleichermaßen. Da er den Feuerregen öfter kann, macht er den jetzt. So. 22 Schaden. Und jetzt tut er nichts mehr. Komm, greift einfach an und die anderen hauen ab. So. Und ein Level Up für Drill. Ja, ich hab's verpeilt. Ich dachte, doch, es ist richtig. Es sah nur kurz, als wir hier standen, sah es so aus, als wir nicht an dieser Wand entlang laufen, nicht an dieser. Aber es stimmt, wir laufen an der rechten, also an der für uns. Gucken hier. Ja, wir gucken, die Wand ist im Westen, genau. Wir hängen nur gerade irgendwo fest. So. Ich mache das halt auch, damit ich, so kann ich einfacher sehen, wo der Weg weitergeht. Aber eben immer wieder auf die Übersichtskarte gucken. So, hier ist noch eine Truhe. Der Türschlüssel passt da bestimmt nicht, oder? Nein. Wir haben keine. Doch, wir haben noch einen Dietrich. Sehr schön. Helm, Lukes Hand. Schutz 20. Nicht schlecht. Untersuchen, Schutz 7. Ich müsste sie den. Jetzt müssten wir gucken, was der Helm für Sondereigenschaften hat. Dazu gehen wir her und speichern eben unseren berühmten Fluchspeicherplatz. So. Und schauen schnell noch, was der Helm irgendwie eine negative Eigenschaft hat oder so. Und ob er hier irgendwas bufft. Ja, das Glück ist mit den Doofen. Dann würde ich sagen, bekommt unsere nette Sira das Ganze so. Sehr schön. Und damit mache ich für heute tatsächlich Schluss. Weil ich gar keinen Überblick mehr habe, wie lange die Folge jetzt mittlerweile geht. Aber ich hatte im Kopf irgendwas, 10 Minuten sind es noch oder so. Und wir haben jetzt schon wieder eine Viertelstunde Aufnahme. Wobei natürlich am Anfang, wenn mir was wegkommt, egal.
Details, Details, Details. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann gucken wir weiter nach diesem Dungeon hier. Wir werden den noch durchkriegen. Genau. Also, bis nächste Woche. Ciao, miau.